die Grütze nicht reviewen. Fluffy, hilf mir, bring mir einen fähigen Lakaien, der Mittelmäßigkeit für mich reviewen würde. Wieso ausgerechnet Cool Spot? Cool Spot ist ein lustiges, kleines Puzzlespiel. Es funktioniert ähnlich wie Othello oder Reversi oder... Okay. Also gut, wenn man von Cool Spot redet, dann ist normalerweise der Plattformer gemeint. An das Spiel erinnere ich mich noch gut. Es gab so eine Zeit, da wurde es ziemlich heftig beworben. Auf irgendwelchen Computerspielveranstaltungen gab es eigentlich immer einen PC, auf dem auch Cool Spot lief. Ich glaube sogar, dass es in der TV-Show Games World ab und zu gespielt wurde. Dass es sich bei Cool Spot um ein Werbespiel der Zuckerwasserbrauerei 7up handelt, habe ich erst sehr viel später erfahren. Liegt unter anderem daran, dass die europäische Version des Spiels als generischer, werbefreier Klon des Originals beworben und vermarktet wurde. Das lag irgendwie daran, dass, also bei uns heißt 7up ja Sprite, außerdem gab es da noch ein anderes Maskottchen und The Uncola, vergleichende Werbung und, Krabben in Unterhosen. Jedenfalls erschien das Spiel für alle gängigen Systeme, was mir die Wahl etwas schwierig gemacht hat. Ich wollte gerne die Amiga-Version reviewen, aber... Okay, da muss es wohl doch die DOS-Version sein. Naja, wie der Sound auf dem Mega Drive so ist, muss ich mich extra erwähnen, oder? Am Ende war es dann die Super Nintendo-Version. Die hat nicht nur den am wenigsten nervigen Sound, sondern auch ein halbwegs flüssiges Gameplay. Das ist in der DOS- und Amiga-Version etwas kritischer. Man spielt Cool Spot. Er sieht aus wie der rote Punkt von einer 7-Up-Flasche, nur cooler. Hey, er hat eine Sonnenbrille und beherrscht den 90er-Jahre-Walk perfekt. Und zukünftige Generationen werden nie begreifen, dass die 90er das coolste Jahrzehnt aller Zeiten waren. Das Ziel des Spiels ist hier aufgemalt. Alles klar? Nicht? Gut. In den halbwegs linear aufgebauten Leveln geht es primär darum, den Käfig mit einem eingesperrten Cool Spot zu finden. Doch erst wenn man 60% der über das Level verteilten roten Punkte gesammelt hat, kann man den Käfig auch aufschießen. Doch leichter gesagt als getan. Man muss auf dem Weg dorthin viele Gegner erlegen, allerhand Wege finden und sich über hakelige Kletterpartien aufregen. Optisch bietet es viel schöne Abwechslungen über die Level verteilt. Die Wahl der Hindernisse und die allgemeine Gestaltung zeugen auch von einiger Kreativität, das gefällt durchaus. Auch im Leveldesign lässt man sich nicht lumpen. Ein Level ist nicht einfach nur ein langgezogener Tunnel, es gibt einige versteckte Passagen und mancher Pfad zeigt sich erst mit etwas Suche und Geduld. Akustisch enttäuscht das Spiel. Selbst auf dem Super Nintendo ist die Musik langweilig und tump. Soundeffekte nerven mehr als sie unterhalten. Und wir erinnern uns, dass die Adaption für den SNES noch die erträglichste Akustik hat. Gerade in einem Spiel, in dem Funk und 90er Coolness im Mittelpunkt stehen sollten, hätte da mehr kommen müssen als lasches MIDI-Gedudel. Eher so Elektro, Pop, Techno, Eurotrance, Krabben in Unterhosen. Abzüge gibt es insgesamt für die etwas schwerfällige Steuerung. Gerade bei Sprung- und Klettereinlagen kann das echt frustrierend sein und man wird manche Passage einfach wieder und wieder versuchen müssen. Das Schießsystem ist ebenfalls nicht ganz ausgereift. Cool Spot kann in 8 Richtungen schießen, beziehungsweise er könnte es, wenn man als Spieler das Schusssystem vernünftig kontrollieren könnte. Eigentlich genügt es, mit der Pfeiltaste die Richtung zu steuern. Wenn man sich zur gleichen Zeit aber bewegt, dann macht er sonst was. Nur nicht in die richtige Richtung schießen. Ja, mit einem Steuerkreuz ist das nicht immer ganz leicht, um nicht zu sagen, ein Kreuz. Aber andere Spiele haben es doch auch geschafft. Im Gesamtbild kann man dem Spiel nicht viel vorwerfen, aber nicht weil es sonderlich gut oder okay wäre, sondern weil die Plattformer damals einfach so waren. Es ist ein typischer Plattform der damaligen Zeit, aber eben auch einer der weniger interessanten. Neben vielen Klassikern gab es vor allem auch viele nichtssagende, unspektakuläre Titel und Cool Spot ist einer davon. Für ein Werbespiel ist es noch ungewöhnlich liebevoll, aber alleine betrachtet fehlen dem Spiel der gewisse Biss und das gewisse Etwas, um sich als Klassiker zu qualifizieren. Und deshalb kann ich nur sagen, dass dieses Spiel so lala, Durchschnitt und überhaupt maximal ganz okay ist. Tschüss! Moment, du bist noch nicht fertig. Ich? Wieso denn nicht? Du musst das Video noch beenden? Nein, muss ich gar nicht!
Es kann doch nicht so schwer sein, ein Video zu beenden. Nein, ich weiß nicht, wie man ein Video beendet. Ach komm, mir fällt doch schon was ein. Krabben in Unterhosen. Ah!